Gute Laune, toller Sport und vor allem Schulung in Sachen Präzision bot am vergangenen, am 1. Mai Samstag, der Bogensportclub BB Berlin. Beim Tag der offenen Tür durfte sich jeder, der wollte, in verschiedenen Disziplinen am Bogenschießen versuchen. Die Besonderheit? Der Verein legt großen Wert auf Inklusion und Förderung von Behinderten. Für Thomas Hühnerbach zum Beispiel schließen sich Rollstuhl und Bogensport keinesfalls aus. Ich bin seit 2016 Mitglied hier im BB Bogensportclub Berlin und schieße dementsprechend auch schon seit 2016 als Rollstuhlfahrer hier mit dem Bogen. Wir bauen hier derzeit eine Inklusionsgruppe auf, haben auch eine Internetseite und versuchen zu vermitteln, dass behinderte und nicht behinderte Bogenschützen zusammen gemeinsam Sport machen. Auch Carsten Otto ist trotz seiner Sehbehinderung vom Sport begeistert. Zusammen mit der Aktion Mensch ist er heute auf der Anlage, um Neulingen unter die Arme zu greifen und natürlich sein Können zu zeigen. Letztes Jahr gab es für ihn sogar den Titel des deutschen Meisters. Bogenschießen ist deshalb ein sehr, sehr guter Sport, auch für Menschen mit Handicap, weil die körperlichen Anforderungen fürs Bogenschießen relativ gering sind, aber die Wirkung, die sportliche und die mentale Wirkung des Bogenschießens wirklich sehr, sehr gut sind. Also zu Deutsch, eine Muskulaturstärkung des Rückens, des Schulterbereichs, der Beine, Gesäß, also des gesamten Körpers. Natürlich auch eine sehr, sehr gute Koordinationsschulung. Die, bei denen das mit dem Bogenschießen noch nicht so recht klappen will, sind beim Mentaltraining mit Marco Haarhoff bestens aufgehoben. Die Schulung von Bewegungsabläufen, Beschleunigung der Leistungsentwicklung und das Abrufen der Trainingsleistungen im Wettkampf stehen hierbei im Mittelpunkt. Ich bin im Rahmen des Bogensportprojekts inklusiv mit dabei und mache Mentaltraining. Mentaltraining ist Training zur Leistungssteigerung, zum Abrufen im Wettkampf und das mentale Techniktraining auch natürlich zur Leistungssteigerung. Wer das Angebot im vollen Umfang ausgekostet hat, kann sich noch mit Kuchen oder gegrilltem stärken und die restliche Zeit auf der Anlage genießen. So trifft der Bogensportclub auch in diesem Jahr mit seinem abwechslungsreichen Programm genau ins Schwarze oder wie es beim Bogenschießen heißt, ins Gold. Auch im nächsten Jahr wartet alle Bogensportfreunde und Interessenten daher wieder mit Sicherheit ein großer Spaß.